So, bitte wir schon bei Disk CD 3? 3. Jawohl. Wusa, meine ich. Jetzt muss ich schon meine CDs hier herholen. Das untere Laufwerk war's, oder? Ja, bitte, das untere. Auch bitte von Kabeln fernhalten. Ergibt Sinn. So, Nummer 3 einlegen. Tust du die Kohle von der Shisha oder soll ich das schnell machen? Wenn du schnell machst, wenn ja. Upa. So, Nummer 3, es geht weiter. Der Morgen danach. So, das Telefon klingelt. Ich glaube, das steht sogar hier rechts, ne? Ah, nee, Quatsch, steht ja im Wohnzimmer. Harry. So, wer ruft denn da an? Hallo? Curtis, mein Junge. Warum bist du nicht an deinem Arbeitsplatz? Mr. Warner, ich dachte, nach dem, was mit Bob passiert ist, würden... Da hast du falsch gedacht, Curtis. Also schlitz deine faulen Knochen hier rein. Gut, dann arbeiten wir halt weiter. Kaltherziger Hurensohn. Gut. Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um in seinem Häuschen. Holen wir erstmal die Post, Spiegel, die übliche Routine halt, ne? Spiegel, Blob. Mhm. So, mal rübergehen. Und die Post von heute lesen. Bridget Books freut sich, die Autorin Adrienne Delaney willkommen zu heißen. Miss Delaney signiert in unseren Räumen ihr neues Buch Im Kampf mit den Gesetzen. Sie ist hübsch. Ich glaube, das Bücherregal sollte man auch mal kurz... Ob neue Bücher drin stehen? Ah, ist aber leider nicht der Fall. Nicht der Fall. Grazie. Tja, ich habe eine furchtbare Nacht hinter mir, Blob. Haben Ratten Albträume? So ein Spiegel noch, hätte ich gesagt, ne? Das Übliche. Sonst könnte man im Schlafzimmer ja eh nichts benutzen. Im Schlafzimmer leider nicht, ne. Gut, auf zur Arbeit. Yep. So, Wintec. Wir müssen ja, selbst nachdem jemand dort ermordet worden ist, weiterarbeiten. Das war die falsche Tür, oder? Ich weiß, ich hab's mit Absicht ausgewählt. Ach so. Gut, die kennen wir ja. Die Produktivität Ihrer Firma ist mir egal, Mr. Warner. Sie haben nicht das Recht, Beweismittel zu vernichten. Ich habe das Recht dafür zu sorgen, dass meine Angestellten ordentliche und sichere Arbeitsplätze haben, Detective. Die Ermittlungen standen kurz vor dem Abschluss. Ihre kleine Säuberungsaktion dürfte Ihnen eine Anklage wegen Justizbehinderung einbringen. Wären Sie einverstanden, dass wir die Diskussion in meinem Büro fortsetzen, Detective? Wie Sie möchten. Sind deine Kollegen schon da? Ich denke schon. Ich weiß nicht, ob ich gerade verstanden hat, aber... Oh nein, es regnet. Bevor ich jetzt herumguck am Computer, schau erstmal, ob meine Leute alle da sind. Ja, Trevor ist hier. Hey Mann. Ich find's unmöglich, dass Sie uns heute hier antanzen lassen. Ja, Ihr Zartgefühl ist geradezu überwältigend. Aber dafür durften wir dann erleben, wie diese Polizistin Paul Allen Warner in den Hintern getreten hat. Ja, das war ein großer Spaß, nicht wahr? Sie hätte ihm nur noch eine Salve reinjagen sollen. Ich bin mal gespannt, was die Therese zu... Oh, ich kann nochmal mit ihm reden. Lauf mal zurück. Na, Kumpel?
Wie war dein zweites Rendezvous mit dem mysteriösen Jay, ne? Enttäuschend. Ein Fehlschlag. Ich meine, ich habe hinter seinen sinnlichen Augen und hinreißenden Apfelbäckchen die falsche Schlange entdeckt, die in ihm drinsteckt. Oh, das ist aber traurig. Tja, du sagst es. Im ersten Teil des Abends hat er an Bela Lugosis Auftritt herumgenörgelt. Und danach hat er sich selbst stundenlang in meinem Badezimmerspiegel bewundert. Was, er findet Bella nicht gut? Hm. Dann kannst du ihn vergessen, Mann. Oh ja, allerdings. Sag mal, wird das mit dem Knacken ein bisschen schlimmer oder täusche ich mich da? Also ich weiß es nicht. Ich kann nochmal mit ihm reden. Man versteht jedenfalls die Leute noch, also passt ja. Echt, gestern hat das mit Bob nichts in mir ausgelöst. Aber heute gehen mir diese Bilder ständig im Kopf rum. Wie in einem Horrorfilm, ich sehe überall nur Blut. Und das wundert mich nicht. Es war ja auch hammerhart. Sag mal, hast du mit irgendjemand darüber gesprochen? Ja, ich war bei Dr. Harburg, meiner Therapeutin. Und heute gehe ich wieder hin. Cool. Ja. Laufen wir ein viertes Mal um die Ecke? Na, schauen wir mal. Nee. Okay. Schau mal, ich bin mal gespannt, was die Therese heute sagt. Ja, und das mit dem Knacken, es tut mir ja echt leid, aber irgendwie kriege ich es nicht vernünftig hin. Bei alten Spielen ist es leider manchmal nicht so einfach. Ja. Hi, Therese. Hi. Das war großartig gestern Nacht. Fandst du nicht auch? Allerdings auch, ja. Du denkst bestimmt jedes Mal an mich, wenn du die Striemen hier fühlst. Naja, aber wie gesagt, man versteht die Leute ja noch, also. Ja, das ist ja doch die Hauptsache. Ebsche. Nochmal, Therese. Gehen wir nochmal um die Ecke. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in der englischen Version passiert da trotzdem noch ein bisschen was anderes. Also da ist die deutsche Version, die ist zwar ungeschnitten, oh, Theresa ist sogar weg, aber contentmäßig ist da ein bisschen was anderes in der englischen. Echt? Ja, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was genau. Ja, und es hört nicht auf mit den Wahnvorstellungen. Nee. Schauen jetzt ja trotzdem noch mal hin für den Fall, dass da wirklich was in der Kiste drin liegt, was ich gebrauchen könnte. Mhm. Auch nope. Nicht der Fall. Gut, dann noch Jocelyn und Tom, glaube ich, hieß er, ne? Der Chef. Der Vorarbeiter oder dein Teamleiter. Vorarbeiter hast du auf dem Bau. Ja, ich weiß. Jocelyn geht. Ja. Alter, geht draußen die Welt unter? Wow, es regnet echt stark. Hi, Joss. Ich hoffe mal, das legt sich später. Hallo, Curtis. Hör zu, es tut mir echt leid wegen. Ich weiß, ich war gestern echt fies zu dir. Du musst verstehen, ich war völlig fertig. Das waren wir doch alle, Curtis. Ist schon okay. Ich hoffe mal, wir müssen dann wieder E-Mails beantworten. Die sind meistens ganz spaßig. Ja, bloß ich möchte so ungern jetzt durchlesen im LP, aber schauen wir mal. Ja, drüber fliegen halt. Die Leute können sie ja pausieren. Curtis, ich habe gestern Abend versucht, dich anzurufen. Stundenlang. Aber du warst nicht da oder bist nicht dran gegangen. Tut mir leid, Joss, ich war nur... Nein, fang nicht an, dich zu entschuldigen. Du schuldest mir keine Rechenschaft. Du kannst tun, was du willst. Ja, ich hatte einfach... eine Schlaftablette genommen und das Telefonkabel rausgezogen. Ich war außer Gefecht. Alles klar? Mhm.
Das war aber trotzdem eine billige Ausrede. Gut, ich glaube jetzt, ich schau mal ganz kurz an die Tür vom P.A. Warner. Ist der offen? Ich kann vielleicht lauschen. Sie verwickeln sich in gigantische Widersprüche, Mr. Warner. Ist Ihnen das klar? Nein, 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 Detective. Das kann ich alles erklären. Glauben ist das Ihr nächstes Opfer, Detective? Hören, kann ich alles erklären. Geben Sie in der Zelle mit Hannibal Lecter zusammen. Sehr, sehr freundlich. Gut, dann... Der Tom war nicht da, ne? Der war nicht da, genau. Meine Box... Ja, noch ist alles sehr, sehr mysteriös. Man hat eigentlich noch wirklich überhaupt keine richtige Ahnung, was da überhaupt, warum das alles passiert, aber es muss sich ja auch irgendwann auflösen. Ipsche. Das ist eigentlich gerade wieder das perfekte Wetter für so ein Spiel, oder? Weißt du noch unseren ersten Amnesia-Run? Oh, das war Hammer. Das war so geil. Bei stürmischem Wetter haben wir dann Amnesia gespielt. Notizen, Zugang... Energie und Curtis. Es ist ein Notizdokument mit meinem Namen vorhanden. Gucken wir erstmal in die Mails. Ollich. Wo waren wir? Vögel war das letzte, ne? Beruflicher Werdegang. Jonas. Oh, ist das dein. Das war doch schon mal. Schau, Vögel ist noch weiter oben. Ich hab dich vermisst, kommt jetzt. Genau, von Joseph, ich hab dich vermisst. Hi, Curtis. Ich hab mir die ganze Nacht gewünscht, du wärst bei mir. Mit dir fühle ich mich immer so sicher. Hast du an mich gedacht? Schauen wir mal die Antworten an. Eigentlich würde ich eine ernste Antwort nehmen. Machen wir auch eine ernste. Aber natürlich meine schöne. Gut. Begräbnis von Bob Arnold. Liebe Mitarbeiter von Wintec, wir möchten Sie hiermit zur Beerdigung unseres Freundes und Mitarbeiters Bob Arnold, die die Firma veranstaltet, einladen. Der Gottesdienst wird diesen Sonntag um 9 Uhr in der Alfred Packer Kapelle und im dortigen Leichenschauhaus in Renton stattfinden. Die Familie bittet darum, eventuelle Spenden an die Young Republicans Organization zu überweisen. Ein Witz... Oh nein. Nee. Achso, das nicht. Das ist von Therese. Ach schon, das ist die Therese. Entschuldigung. Mach mal eine sarkastische. Das ist eh so Sadomaso-Tussi. Das ist sarkastisch? Oh mein Gott, wie ich schwitze. Ordentlich. Schick mal dir. Jawohl. Ist ja eigentlich relativ egal. Der Trevor hat einen Witz wieder. Diese Scheiße ist echt unglaublich. Ah nee, das ist kein Witz. Ich kann's nicht fassen. Hier sitzen wir und sollen arbeiten und das am Tag nach diesem brutalen Mord hier in unserem Büro direkt in deiner Box. Echt toll. Zugegebenermaßen handelt es sich um einen Mord in einem nur teilweise menschlichen Schleimsack. Aber nicht mal er hat sowas verdient. Jedes Mal, wenn ich dran denke, will ich am liebsten wegrennen. Ich finde, der alte Warner hat hiermit einen neuen Tiefpunkt erreicht, oder? Schauen wir mal. Witzig vielleicht? Schau mal witzig an. Los, Trev, denk dran. Nur durch ständiges Üben kannst du deinen Platz im olympischen Zielkotz-Team behalten. Oh, lech. Ja, los, gib mir Grund, stolz auf dich zu sein. Oh, lech. Das ist eigentlich schon böse, ne? Schau, was ist das sarkastisch? Ich will mal kurz draufdrücken. Ja, ich denke, es hätte noch schlimmer kommen können. Warner hätte mit mir Bot ordentlich hinterlassen können. Nimm das ist gut. Oh mein Gott, okay. Oh, lech, Hammer. Aber halten wir uns nicht lange hier mit Mails wieder auf. So, bitte ein bisschen einen Bericht tippen. Darauf kann ich mich nicht konzentrieren. Okay. Herr, du könntest mal einen normalen Save machen. Machen wir mal wieder einen normalen Save, okay? Das ist eine gute Idee. Wir kennen es ja noch von Undying, was eventuell blühen könnte. Na, speichern, so. Gut. Arbeiten ist also nicht. Schauen wir mal in den Raum gegenüber, dann Traumbaum. Und vielleicht kommen wir dann auch schon wieder zur Psychiaterin. Mhm. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, die... Genau. Oho. Aber wir haben ja alles Wichtige. Frisch zutapeziert. Sie versuchen, was zu verbergen. Ja, aber alles, was da drin war, relevant ist, denke ich mal, habe ich ja schon. Eben, du hast diesen coolen Koffer. Mhm.
Gut, schauen wir mal, was im Traumbaum eventuell geht. Oh, der ist noch geschlossen. Okay, das heißt, wir zur Psychotusse können wir wahrscheinlich noch dazu. Mein Termin ist doch noch gar nicht dran. Ich möchte irgendwie dieses Ding aufbekommen, ne? Klar, aber wir haben ja noch keinerlei Objekte. Vielleicht kann ich bei der... Oh, Bücher. Mörder ohne Maske. Einführung in das gestörte Seelenleben von Curtis Craig, hey! Hallo? Aber ernsthaft, wenn du solche Bücher da hättest, würdest du die dann plötzlich, ich meine, mal reinschauen, was da drin steht. Du weißt, du bist verrückt, ja? Ja, und aber, dass du die eigentlich gar nicht besitzt, theoretisch. Ja, eben. Also ich fände es schon irgendwo interessant mal, aber... Ja doch, an sich schon. Ich kann ja nicht jetzt sagen, leider, sondern eher zum Glück bin ich ja nicht so krank drauf wie der Curtis. Gut, ich könnte da nicht anrufen. Wir haben ja an sich keine neuen Objekte. Richtig, wir haben nur den Schraubenzieher, damit können wir es definitiv nicht aufhebeln. Tja. Spiegel geht wieder. Die Frage ist jetzt, wo gehen wir jetzt hin, ne? An sich können wir hier nichts mehr weiter benutzen. Die Razzi sagt auch nichts, oder? Habe ich vielleicht neue Gegenstände? Der Knopf vielleicht mit dem Trevor, das Kleid? Das könnte ich mal probieren. Dem Trevor das Zeug zu zeigen. Mhm. Oder der Joss. Oder der Jocelyn, ja. Gehen wir zuerst den Trevor, den finde ich. Knopf geht nicht. Das Kleid geht auch nicht. Die Akte geht nicht, der Schlüssel wahrscheinlich auch nicht und das auch nicht. Gut, schauen wir mal zur Chorlab, zur Joss. Wo ist denn die? Ist die Therese vielleicht irgendwo hingerannt? Wir haben ja keinen Zugang, stimmt ja. Nee, damit geht auch nichts. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch den ganzen restlichen Rest mal durchschauen. Ja, aber ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Ich denke es auch fast nicht. So, sie ist jetzt nicht mehr am Platz, haben wir ja gesehen, ne? Ist vielleicht bei ihr am Platz was? Das können wir eventuell... Ah, sie ist doch wieder da. Sie ist wieder da, aber da gibt's nichts. So. Gute Frage, wo geht's weiter? Beim Warner können wir nicht mehr lauschen, ne? Beim Warner geht nichts. Vielleicht von der anderen Seite der Tür? Tom jetzt da? Nein. Ja gut, probier's mal von der anderen Seite, ja. Nee, scheint nicht so sein. Naja, dazugelernt, abgesperrt. Herr Tom wollte doch unsere Sicherheitseinstufung erhöhen, ne? Stimmt, vielleicht geht's ja mittlerweile. Gut, gut, gut. Das heißt, wir kommen immer noch nicht in die Cafeteria. Da ist nix. Also es muss entweder noch was auf Arbeit, logischerweise sein, oder... Ich warte damit besser noch ein bisschen. Ich habe noch was anderes zu tun. Oder daheim. Haben wir noch irgendwas zum... Also irgendwas muss man ja machen. Angucken, sonst irgendwas, ne? Glaubst du, ich sollte mal wieder rumtelefonieren? Ja, ruf halt mal dich an wieder. Okay. Hast du deine Nummer im Kopf? Ja. Hallo, hier ist Curtis Craig. Ich möchte... Hallo, Curtis. Wer ist da? Tut mir leid, Mann. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin gerade dabei, jemanden die Haut abzuziehen. Okay. Deinem Rechner technisch, hast du damals nicht gesagt, wir sollten uns dieses Carpe Diem merken? Ist das vielleicht... Das war für was anderes. Ich weiß schon noch, wo wir das verwenden müssen.
Trevor Barnes. Kumpel? Was ist los, mein Kleiner? Nichts Besonderes. Ich sitze hier am Schauplatz eines Mordes und versuche den emsigen Angestellten zu spielen. Das ist hart, halt die Ohren steif. Ich werde mein Bestes tun. Wir können auch, nachdem wir telefoniert haben, mal die ganzen Mail-Antworten durchlesen. Jocelyn 6992. Es funktioniert alles. Herr Jocelyn. Hi Baby, wie geht's dir? Ich, alles in Ordnung, Curtis. Die Sache mit Bob lässt mich nicht los, weißt du? Ja, ich weiß, Joss. Mich auch nicht. Ich wollte, ich könnte dir helfen. Danke, Darling. Der sagt nie, ich liebe dich oder sowas, oder? Hat er bis jetzt noch nie gesagt, glaube ich. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. 3038. Ich bin gespannt, was passiert, wenn du Bob anrufst. Stimmt, da bin ich auch gespannt. Hey, Therese. Hi, Therese. Na, wenn das nicht mein kleiner Sklave ist, du hast große Klasse gestern Nacht. Du hast schauspielerisches Talent. Weißt du das? Danke. Curtis, wenn du willst, dann können wir zwei zusammen erotische Abenteuer erleben, von denen du nicht mehr zu träumen gewagt hättest. So, Bob wird jetzt interessant. Das war 6L4. Aha, funktioniert. Du hast mich ermordet. Okay. Mein Telefon klingelt. Hier, Curtis. Bring nicht wieder auf, du mieser, dreckiger kleiner Hurensohn. Rechnertechnisch, okay. Das... Ja, warte mal kurz. Den Paul machen wir noch, den Paul Allen Warner. 6996. Okay. Ich glaube nicht. Nee. Was wolltest du sagen? War das Passwort? Nee, das, ich weiß schon noch, wo wir das verwenden müssen. Okay, ja. Gut. Also es ist auf jeden Fall noch nicht hier. Einen kleinen... Also du kommst noch nicht in diese, ins Archiv oder Notizenzeug rein, oder? Also ich glaube nicht, dass es mit dem Passwort war. Genau, Notizen wahrscheinlich auch nicht. Da gibt's ja Notizen von dir, ne? Genau. Also schon mal ein bisschen spoilern. Das Passwort müssen wir dann bei Paul Allen Warners Rechner verwenden. So. Ah ja. Böser Junge. Ich liebe dich. Oh. Gut, das ist keine so prickelnde Antwort. Beim Bob. Okay. Und arbeiten möchte, denke ich mal, immer noch nicht. Darauf kann ich mich nicht konzentrieren. Okay. So, wir haben ja wieder einiges gemacht. Jetzt können wir natürlich wieder rumprobieren. Ob der Trevor oder sowas zu sagen hat. Und der Traumbaum. Das ist eigentlich mit die nervigste Stelle im ganzen Spiel. Dieses Rumgesuche von alten Plätzen, weil man einmal irgendwo was angeschaut hat. So, da liegt echt nichts rum. So, ich weiß, dass daheim bei mir auch mal was passiert, aber dazu muss ich daheim ein bisschen rumlungern. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie lang. Traumbaum. Mal hier reinschauen. Das war jetzt okay. Zu. Da ist ja nie was auf dem Scheißtisch scheinbar. Genau. Ah doch, der Hammer. Ha! Gut. Jetzt können wir die sexy Kiste aufmachen. Richtig. Das machen wir jetzt auch gleich. Yay! Super. Me gusta. Ich glaube, wir müssen jetzt erst das mit dem Schraubenzieher verwenden. Nein. Gut, dann verwenden wir... Die Kiste auf dich. Die Kiste auf mich. Direkt den Hammer. Geht es? Nein, ups. Entschuldigung. Also zuerst den Schraubenzieher und dann den Hammer noch drauf. Wenn das nicht sogar automatisch macht. Ach, warte mal. Ich warte. Kannst du jetzt, wenn du den Schraubenzieher hast, den Hammer drauflegen oder so? Es kann nicht sein, dass es andersrum gemacht werden muss. Ja, den Schraubenzieher auf den Hammer. Nee.
Wenn das, das kleine Fenster offen ist, dann geht das nicht. Doch, doch, das wird's jetzt sein. Genau. Gut. Sehr schön. Und schon können wir es raushebeln. Yay! Projektschwelle. Was verbirgt sich wohl noch da drinnen? In diesem Werkzeugkasten. Ein Zettel. Den wir gleich mal durchlesen. So. So, mein lieber Curtis, wenn du dies liest, bin ich tot. Also ist es schon mal von seinem Vater wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon ziemlich lange. Mein Arbeitgeber Wintec Industries wird meine Ermordung veranlasst und durchgeführt haben. Ich weiß, dass das passieren wird. Ich kann nichts dagegen tun. Bevor sie mich erwischen, muss ich dir, meinem einzigen Sohn, etwas gestehen. Wintec experimentiert mit Kräften, die es unmöglich kontrollieren kann. Ich schäme mich dafür, aber ich habe diese Experimente in diesen Experimenten eine wichtige Rolle gespielt. Du musst verstehen, wie erregt ich war bei der Aussicht, bei etwas so Großem mitzuarbeiten. Ich dachte, es könnte für die ganze Menschheit nützlich und wichtig sein. Ich bin so tief in den wissenschaftlichen Aspekt eingetaucht, dass ich anfing, meine Menschlichkeit zu vergessen. Das Projekt Threshold, oder Schwelle, an sich ist nichts Böses, Curtis. Aber solange Paul Warner und Wintec ihre Hände dabei im Spiel haben, kann nichts Gutes dabei herauskommen. Es übersteigt ihr Verständnis und sie haben vor, es zu schrecklichen Zwecken zu verwenden. Sie haben schreckliche Dinge getan, Curtis. Menschen sind dabei gestorben. Ich habe versucht, bei Wintec auszusteigen, dich einfach mitzunehmen und zu gehen, aber sie lassen mich nicht. Sie haben gedroht, dich umzubringen. Ich kann das Leben kaum noch ertragen. Ich weiß doch, wie viel Pein dir dieses Projekt zugefügt hat. Ich kann es nicht riskieren, dich ganz und gar zu verlieren. Sie haben versprochen, für dich zu sorgen, dir eine erstklassige Ausbildung und medizinische Betreuung zukommen zu lassen, wenn ich bleibe. Ich weiß, dass dies nur ein jämmerlicher Versuch ist, dich für den Schmerz zu entschädigen, der dir von ihnen zugefügt wurde, aber ich kann es mir nicht leisten, wählerisch zu sein. Ich muss das Angebot annehmen. Bitte vergib mir, wenn du kannst. Du bist inzwischen vermutlich erwachsen oder zumindest fast erwachsen. Du bist im Schoß von Wintec aufgezogen worden, ein Kind dieser monströsen Firma. Ich hoffe, sie waren gut zu dir, Curtis. Aber jetzt musst du sie verlassen. Geh so weit weg von Wintec wie nur irgend möglich. Lebe, lerne zu lieben, liebe das Leben und verschwende nie wieder auch nur einen Gedanken an sie oder mich. Ich liebe dich, Curtis. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich wünsche dir alles Glück auf Erden. Jonas Curtis. Daddy. Oh, das ist doch schön von uns. Also, Vater. Bei Wintec scheint ja einiges nicht so ganz zu laufen. Und Wintec, da oben ist noch Lupe hat gewesen, mich doch quasi so ein bisschen aufgezogen anscheinend. Interessant. Hm. Interest. Ah, passiert was? Oder hat sich das Spiel aufgehängt? Okay, ah, nee. Doch nicht. Interest. Das können wir zum Beispiel auch der Psychiaterin zeigen. Ja. Und da können wir jetzt hoffentlich auch hin. Wir hätten, haben ja eh gerade nichts sonderlich zu tun. Eventuell hätten wir den Traumbaum noch gehabt, ne? Ja, aber der war zu. Vorhin zumindest. Wie komme ich dazu? Gut. Okay. Der Termin ist doch noch gar nicht dran. Oh. Geschlossen. Aber ich kann vielleicht dem Trevor das zeigen. Ja, jetzt hast du wenigstens wieder einen Wisch, den du den Leuten zeigen kannst. Richtig, und das betrifft ja auch Wintec, ne? Das mag ja sehr brisant sein eigentlich. Geht aber nicht. Trevor interessiert's nicht. Therese wird's wahrscheinlich genauso wenig interessieren. Denke ich es mir doch. Gut, Paul Allen Warner. Auch nicht. Ja gut, vielleicht, jetzt haben wir schon fast eine Stunde. Machen wir das nächste Mal weiter? Bin ich dafür. Okay. Ich hoffe, euch hat es heute auch wieder gefallen. Am Anfang war es vielleicht ein arg viel geblödle, aber... Ich fand es okay. Es muss ja ein bisschen rein. Ja, wir sind halt wir haben die ganze so. Blödelei am Anfang rausgelassen. Mit unserem kleinen... Nee, was haben wir gesungen? Nicht kleiner grüner Kaktus. Nee, schwarzbraun ist die Haselnuss. Stimmt. Nun gut, okay, dann bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Macht's gut, ade. Gute Nacht, ciao.